Herzlich willkommen bei einem neuen Testvideo hier auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit einer Milka-Schokolade, aber mega geil heute mit einer neuen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie direkt neu ist, aber für mich ist sie neu, noch nie gesehen. Ich dachte mir im Laden, natürlich müsste die mitgenommen werden. Ich glaube, die war aber auch bei so einem neuen Milka-Stand, wo immer die neuen Produkte vorgestellt werden. Heute geht's auf jeden Fall um die Milka Oreo Erdbeergeschmack. Bam! Einfach nur geil. Also Oreo Erdbeer habe ich noch nie gegessen. Die Milkas kenne ich zwar schon mit Oreo, sind mega geil, aber jetzt noch mit dem Erdbeergeschmack dazu und der Schokolade. Wow, ich bin gespannt, wirklich. Cover ist ein bisschen anders, als wir es jetzt von den ganz klassischen kennen, aber wir haben trotzdem hier Milka-Berge. Hier haben wir so eine rote Erdbeere ausgeschnitten, den oberen Teil so ein bisschen, finde ich mega cool. Und hinten so eine so ein pink-creme-farbenes Erdbeer Background-Logo, was weiß ich, der Farbe, ihr wisst schon, wie ich meine. Und ja, hier sehen wir das Ganze noch ein bisschen blau, zum Oreo passend, hier ein Segelschiff, einwandfrei. 100% Alpenmilch, natürlich, wie wir es von Milka kennen, wie auch sonst. Wir haben 92 Gramm hier drin, also nicht 100 Gramm wie sonst. Kosten tut sie so wie alleine, ich glaube 1,15 oder so kosten Milkas gerade. Und ja, wir haben einen offiziellen Förderer vom Nationalpark Hohe Tauern, wie sie bei jeder Milka draufschreiben. Und wir haben auch eine Cocoa Life Zertifizierung. Weitere Infos findet ihr auf der Website. Auch weitere Infos zu dieser Schokolade speziell findet ihr auf www.milka.com. Schaut gerne vorbei. Ja, ich bin gespannt. Halt klar, es ist eine Süßigkeit. Es wird am Ende höchstwahrscheinlich keine Empfehlung, außer da ist jetzt einfach nur alles aus Bio und die Erdbeere, das ist frisch gepresster Erdbeercremesaft und... Ja, das ist aber alles sehr unwahrscheinlich und deshalb kommen wir jetzt zu den... Und natürlich hergestellt und vertrieben von der Mondelez Deutschland GmbH in 28078 Bremen. Schöne Grüße an alle aus Bremen, wie immer. So, jetzt kommen wir aber zu den Nährwertangaben. Hier 100 Gramm. Wir haben einen Energiewert von 2164 Kilojoule bzw. 517 Kilokalorien. Ist viel, ist aber auch schokoladentypisch. Fett haben wir 27 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren 16 Gramm. Kohlenhydrate haben wir 61 Gramm, aber davon wiederum Zucker haben wir 49 Gramm. Ja. Ballaststoffe haben wir 2,1 Gramm, Eiweiß haben wir 5,9 Gramm und Salz haben wir 0,53 Gramm. Hier finde ich, sticht halt raus das Verhältnis von Kohlenhydrate zu Zucker, aber das liegt eben vor allem an dem Keks, denke ich jetzt mal, der ja auch langfristigere Kohlenhydrate als reiner Zucker hat, obwohl es letztendlich genau das gleiche ist oder sehr ähnlich vom Körper verarbeitet wird. So, dann kommen wir auch direkt schon zu den Zutaten. Ich weiß, ihr wollt es. So, wir haben... Okay. So habe ich noch nie eine Milka gelesen, glaube ich. Wir haben Kakaokekse 26% und Milchcreme 9,5% mit Erdbeergeschmack auf Alpenmilchschokolade. Geil. Liest sich schon mal sehr lecker, muss ich ehrlich sagen. Mal schauen, wie es umgesetzt ist. So, wir haben Zutaten. Als Hauptzutat haben wir Zucker. Wer hätte es gedacht? Als zweite Zutat Weizenmehl. Das ist das, was ich gemeint habe. Das wird natürlich nicht als Zucker angesehen. Dann haben wir Kakaobutter, kennen wir Magermilchpulver, kennen wir pflanzliche Fette, haben wir Palm- und Palmkernfett. Okay. Aber nicht nachhaltig, nicht zertifiziert, nicht bio. Eigentlich gar nicht okay. Kakaomasse als nächstes, Süßmolkenpulver aus Milch, kennen wir auch schon von Milka. Butterreinfett kennen wir auch. Fettarmes Kakaopulver, 1,5%. Okay, ja, warum nicht? Fettarm finde ich halt ein bisschen unnötig. Glucose-Fructose-Sirup, ne? Das ist, denke ich, in der Erdbeercreme drin, höchstwahrscheinlich. Dann haben wir Weizenstärke, kennen wir auch schon. Emulgator Sojalecithin, der Überklassiker, der ist ja fast überall drin. Als Backtriebmittel haben wir nicht nur Natriumcarbonate, sondern auch Kaliumcarbonat und Ammoniumcarbonate. Okay, und halt Natriumcarbonate. Okay, aber finde ich schon ein bisschen viel. Also finde ich sehr viel und ein bisschen unnötig. Aber naja, Speisesalz als nächstes, rote Beete Saftkonzentrat. Wow, ich weiß, bestimmt in einem schlechtesten Verhältnis irgendwie verarbeitet, aber es ist drin. Das finde ich cool. Und Säureregulator wie E524. Schreibe ich dann natürlich dazu, was es ist. Und zu guter Letzt haben wir Aromen. Ja. Auch nicht natürlich und steht auch nicht dabei, welche. Gesundheitsnote hier auch, was gibt man? Ich gebe hier auch eine 5. Ja, Milkas halt, was soll ich sagen? Also gesundheitlich auf jeden Fall keine Empfehlung, war ja aber auch klar. Jetzt schauen wir aber, weil da bin ich am meisten drauf gespannt, auf den Geschmack. Weil jetzt, wenn ich eine 5 gebe, heißt es, ich werde die nie wieder in meinem Leben essen. Deshalb müssen wir die jetzt auch genießen. So, wir machen das Ganze ganz typisch hier auf. So, hier sehen wir es. Wow. Ah, oh,
Ach, schön, wie die Oreos einen schon hier so anlächeln. Geil. Wir brechen ein Stück ab. Wow, und oben, wie die Erdbeercreme schon rausquillt. Schmeiß mal das Ding ein bisschen rum. Geil, oder? Also, ich finde es gerade krass. Ich finde es echt krass. So, hier brechen wir wieder ein Stück ab. So schaut dann ein Stück Milka Oreo Erdbeergeschmack aus. Oh, ich hau's mir jetzt komplett rein. Es schaut geil aus, fühlt sich sogar geil an. Die Creme ist sogar cremig. Ohne Witz. Die Creme, also, es ist jetzt nicht so, die schmeckt nach Erdbeere. Und das von dem bisschen. Okay, Leute, let's go. Aufs Wohl. Boah. Wow, was für eine Geschmacksexplosion. Ohne Witz, haut euch mal, wenn ich es noch nie gegessen habe, das erste Stück mit Augen zu rein und achtet richtig auf den Geschmack. Generell mit Augen zu essen gebe ich als Tipp, wenn den Geschmack ein bisschen intensiver wahrnehmen möchte. Wow. Also, du beißt rein im ersten Moment, du hast so diesen Crunch. Und der überdeckt die Geschmäcker meiner Meinung nach bisher. Also du hast so einen Mix eben aus Schoko, Oreo-Keks und dieser Erdbeercreme. Und dann beißt du ein bisschen, dann hast du so erste Schoko-Aspekte, also von dieser milchigen Schokolade. Weiterhin aber trotzdem noch den geilen Crunch, der sich aber immer weiter auflöst. Und der ist noch überspielt dann von diesem echt, von dieser wirklich leckeren Erdbeercreme. Also jetzt wirklich, wirklich krass. Es ist schon was Eigenes. Es ist schon echt. Es ist schon was Eigenes. Boah. Also geschmacklich gebe ich eine 1. Direkt ganz klar. Auch hier wieder ein bisschen unsüßer. Aber nur minimal für Leute, die so süße Sachen sehr mögen. Total was. Für Leute, die Schokolade mögen, erst recht was. Und Schokolade und Erdbeer-Oreo mögen, ist das das absolute Must-Have. Leute, das war's mit Milka. Oreo-Erdbeergeschmack. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Test. Immer schön dranbleiben. Schreibt kurz in die Kommentare, ob ihr es schon gegessen habt, weil die ist relativ neu. Es würde mich echt interessieren. Und wie ihr sie findet. Also von mir eine absolute Geschmacksempfehlung. Insgesamt natürlich leider keine Empfehlung. Aber das war's mit meinem Food-Test. Ich wünsche euch was, freue mich über ein Abo und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.